Liebe Klasse, in diesem Video geht es darum, wie man ein Reaktionsschema erstellt. Eine Sache, die euch immer wieder begegnen wird in eurem chemisch geprägten Leben. Und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge von Schritten, die man nacheinander durchgehen kann, um die Magie und die scheinbare Unmachbarkeit eines Reaktionsschemas, das man erstellen soll, eben zu beherrschen. Als Beispiel einer Reaktion, die wir jetzt mal einrichten wollen, nehmen wir die Reaktion von Bohr und Sauerstoff. Sauerstoff ist euch ja allen bekannt, Bohr wahrscheinlich, ja, vielleicht vom Namen her. Es ist ein Halbmetall und es findet vor allen Dingen Verwendung in der Waschmittelindustrie als Bleichmittel oder auch bei der Glasproduktion wird Bohr beigemischt, um das extrem widerstandsfähige Glas herzustellen, das ihr zum Beispiel von Laborgeräten kennt. Bei einem Blick ins Periodensystem findet ihr hier auch das Element Bohr, dritte Hauptgruppe, und es ist hier in so einem kräftigen Gelb unterlegt und steht deswegen nach der Legende in der Gruppe der Halbmetalle. Ihr habt ja schon gelernt, dass in dem linken Bereich des Periodensystems, in der ersten und zweiten Hauptgruppe, aber auch in den Nebengruppen hier, das sind alles Metalle. Dann haben wir hier dieses Band aus Halbmetallen und hier diese blassgelb dargestellten Elemente, das sind eben alles die Nichtmetalle, zu denen auch dann der zweite Reaktionspartner, der Sauerstoff, zählt. Metalle neigen eben dazu, Elektronen abzugeben, weil sie ohnehin wenige Elektronen auf der Außenschale tragen und eben auch nicht sehr elektronegativ sind. Während die Nichtmetalle dazu neigen, Elektronen aufzunehmen, weil sie eben schon viele Elektronen auf der Außenschale haben und sehr elektronegativ sind. Kommen wir zum Schritt 1, wo es darum geht, zu überlegen, welche Stoffe bei der Reaktion bekannt sind. Wie schon gesagt, wir wollen ja gucken, was eben entsteht, wenn Bohr mit Sauerstoff reagiert. Das heißt, wir wissen natürlich, alle Verbindungen, die mit Sauerstoff eingegangen werden, sind Oxide. Und von daher können wir einfach sagen, dass eben ein Bohroxid entstehen muss, wenn Bohr mit Sauerstoff reagiert. Der nächste Schritt ist dann, ein Reaktionsschema in Worten aufzustellen. Heißt bei uns einfach, Bohr reagiert mit Sauerstoff zu Bohroxid. Wichtig, wisst ihr ja immer, reagiert mit zu, so liest man das. Bohr plus Sauerstoff gleich Bohroxid wäre falsch, weil eben Sauerstoff und Bohr nicht gleich Bohroxid sind, sondern vollkommen andere Stoffe. Von daher reagiert mit, reagiert zu, so liest man eben diese Gleichung. Der nächste Schritt ist, dass wir langsam chemischer werden und deswegen ist der nächste Schritt, schreibe die Symbole unter die Namen. Das heißt, das Bohr hat das chemische Kürzel B und der Sauerstoff hat natürlich das Kürzel O, Oxygenium, und Bohroxid muss demzufolge vom Kürzel her BO sein. Schritt 4 lautet, überlege, ob es Stoffe sind, die molekular vorkommen. Das heißt, molekular eben als Molekül, dass eben einzelne Reaktionspartner nicht als einzelne Atome in der Natur vorkommen, sondern als Molekül mit anderen Atomen der gleichen Art verbunden. Wie zum Beispiel beim Sauerstoff, ne? Da haben wir schon O2, so kommt natürlich der Sauerstoff in der Natur vor. Einzelne Sauerstoffatome gibt es nicht. Oder auch beim Wasserstoff wäre es so H2 oder beim Stickstoff, da wäre es N2. Das sind eben die Stoffe, die molekular vorkommen und deswegen müssen wir hier austauschen.
dass natürlich keine einzelnen Sauerstoffatome hier in die Reaktion eingehen können, sondern immer nur Sauerstoffmoleküle, die eben als O2, als O2 in der Natur vorkommen. Kommen wir zu Schritt 5. Überlege, wie die genaue Zusammensetzung des Reaktionsproduktes ist. Bisher haben wir einfach mal gesagt, ja, Bohroxid entsteht und das ist jetzt einfach mal hier BO. Das heißt, ein Bohratom und ein Sauerstoffatom kommt in dem Reaktionsprodukt vor. Aber wir wissen natürlich noch nicht, ob das die korrekte Zusammensetzung ist oder ob vielleicht mehrere Atome der einen oder anderen Sorte hier zusammenkommen. Und deswegen müssen wir das jetzt hier genau bestimmen, und zwar mit Hilfe der Wertigkeiten der Reaktionspartner. Klingt jetzt kompliziert, wenn man jetzt überlegt, was waren nochmal die Wertigkeiten, aber hier nochmal ein kleiner Exkurs, wie man die Wertigkeit bestimmt. Bei den Metallen der Hauptgruppen ist das ganz einfach, das ist einfach die Hauptgruppenzahl. Das heißt, Calcium steht in der zweiten Hauptgruppe und hat demnach eine Wertigkeit von 2. Und bei den Nichtmetallen der Hauptgruppen ist es der Wert 8 minus der Hauptgruppenzahl. Das heißt, beim Sauerstoff wissen wir ja Hauptgruppe 6. Da ist die Wertigkeit dann 8 minus die Hauptgruppenzahl, 8 minus 6 und demnach 2. Im Übrigen könnt ihr euch die Wertigkeit so vorstellen, dass es im Prinzip die Zahl der Bindungen, die ein Atom eingehen kann. Und damit entspricht die Wertigkeit im Prinzip der Zahl der Druckknopfnoppen, die eben bei den Atommodellen oder bei den Molekülbaukästen vorliegen. Das ist eben die Wertigkeit, die Zahl von Bindungen, die ein Atom eingehen kann. Gucken wir hier auch nochmal ins Periodensystem. Da ist es klar, haben wir gerade schon in der Erklärung gesagt, Sauerstoff, Hauptgruppe 6. 8 minus 6, Wertigkeit 2. Und beim Bohr ist es so, Hauptgruppe 3. Und der Bohr, zählt eben aufgrund der Tatsache, dass es jetzt ja kein Metall, sondern ein Halbmetall ist, trotzdem noch in dem Punkt zu den Metallen. Und damit entspricht hier die Hauptgruppenzahl 3 automatisch seiner Wertigkeit. Also können Bohratome 3 Bindungspartner haben und Sauerstoffatome eben aufgrund der Wertigkeit 2 Bindungspartner. Das Ganze jetzt nochmal im Zusammenhang für unser Beispiel. Da haben wir eben für das Bohr, dritte Hauptgruppe, die Wertigkeit 3 und für den Sauerstoff, sechste Hauptgruppe, 8 minus 6, weil es eben ein Nichtmetall ist, haben wir die Wertigkeit 2. Wer von euch Chemie nicht so gerne mag und eigentlich nur Mathe schlimmer findet, der bekommt jetzt die volle Packung. Weil wir jetzt mit Hilfe der Mathematik diese Gleichung weiter einrichten werden, indem wir das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Wertigkeiten bilden. Wenn ihr nicht mehr wisst, was das ist glaube ich Stoff in der Klasse 5 oder 6, das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen. Als Beispiel wäre das zum Beispiel das kleinste gemeinsame Vielfache von 10 und 15 wäre zum Beispiel 30. Das ist eben 3 mal 10 oder 2 mal 15. Das kleinste gemeinsame Vielfache, das die Zahlen 10 und 15 teilen, ist 30. In dem Fall brauchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Wertigkeiten, also von den beiden Zahlen 3 und 2. Und da ist das kleinste gemeinsame Vielfache die Zahl 6. Und wir müssen jetzt an die Symbole der Verbindung die Zahlen schreiben, die mit der entsprechenden Wertigkeit multipliziert das kleinste gemeinsame Vielfache ergeben. Das heißt, wir müssen hier die Zahl unten eintragen als Index, mit der multipliziert die Zahl 3 eben 6 ergibt und hier die Zahl mit der multipliziert die Zahl 2 die Zahl 6 ergibt. Und damit kommen wir raus bei diesen beiden Indizes hier. Indizes heißen ja immer diese kleinen Zahlen, die unten hier oben stehen. Und in dem Fall, wie gesagt, Wertigkeit 3, 3 mal 2 ergibt eben 6, das kleinste gemeinsame Vielfache, und
3 mal 2 hier ergibt auch 6. Müssen wir übrigens deswegen machen, weil es geht ja letztendlich bei der Reaktion um Austausch von Elektronen. Und damit man weiß, wie viele Elektronen da ausgetauscht werden müssen, damit beide Bindungspartner eben eine volle Schale haben, dafür braucht man das kleinste gemeinsame Vielfach. Das war es auch schon im Prinzip mit der Mathematik. Und wir kommen zu Schritt 6. Kläre, welche Ionen bei der Reaktion gebildet werden. Dabei gilt es festzuhalten, dass alle Elemente links von der Kohlenstoffhauptgruppe, die Metalle, die geben gerne Elektronen ab. Auch das gucken wir uns nochmal im Periodensystem genauer an. Alle Elemente links von der Kohlenstoffgruppe und wir sehen, Bohr steht links von der Kohlenstoffgruppe und zählt damit zu den Elementen, die eben Elektronen abgeben. Und wenn alles hier links von dem Kohlenstoff die Elektronen abgibt, ist es logisch, dass auf der anderen Seite rechts davon alle Elemente eben dazu neigen, Elektronen aufzunehmen. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt hier mit diesen Elementen in der Kohlenstoffgruppe, mit Kohlenstoff, Silizium und so weiter. Die verhalten sich je nach Bindungspartner so oder so. Wenn die mit einem Bindungspartner, der eben hier weiter links steht, reagieren, da nehmen sie eher als elektronegativerer Partner die Elektronen auf. Und wenn sie reagieren mit Atomen, die in dem Periodensystem weiter rechts stehen, dann geben sie eher Elektronen ab. Also mit Sauerstoff würde natürlich dann der Kohlenstoff die Elektronen abgeben. Aber mit Calcium zum Beispiel, da würde der Kohlenstoff die Elektronen aufnehmen. Das sind also eben diese Übergangselemente, die das eine oder andere machen können. Aber das Bohr nimmt eben keine Elektronen auf, sondern gibt sie ab. Und der Sauerstoff nimmt Elektronen auf. Und wenn diese Elemente eben gerne Elektronen abgeben, dann bilden sie natürlich in der Logik Kationen und sind demnach natürlich auch positiv geladen, weil sie eben die selbst negativ geladenen Elektronen abgeben. Der Vollständigkeit halber das Ganze auch nochmal eben für die Nichtmetalle rechts von der Kohlenstoffhauptgruppe. Die nehmen, wie schon gesagt, gerne Elektronen auf. Das heißt, sie bilden demnach Anionen und sie sind dann negativ geladen. Falls ihr zu den Leuten gehört, die sich nie merken können, Kation und Anion, wie war das nochmal mit der Ladung? Hier eine kleine Eselsbrücke. Kationen sind positiv geladen und Anionen sind negativ geladen. Kationen plus Anionen minus. Nachdem wir jetzt wissen, wer abgibt und wer aufnimmt, gucken wir uns jetzt konkret an, welche Ionen bei der Reaktion gebildet werden. Zu der Zahl, wie viele Elektronen aufgenommen oder abgegeben werden, das hängt von der Hauptgruppe ab. Und weiterhin ist es so, dass im Prinzip die Anzahl der Elektronen, die aufgenommen oder abgegeben werden, der Wertigkeit entspricht. Wenn ihr euch erinnert, die Wertigkeiten, hatten wir ja gesagt, sind hier beim Bohr 3 und beim Sauerstoff 2. Bohr gibt eben 3 Elektronen ab, damit die Schale voll ist. Und Sauerstoff muss eben 2 Elektronen aufnehmen, damit die Schale voll ist. Und wenn etwas, was negativ geladen ist, also Elektronen abgegeben werden, dann ist natürlich die Konsequenz, dass das Verbleibende positiver ist. Und wenn etwas negativ geladenes aufgenommen wird, wie beim Sauerstoff, ist es natürlich so, dass das dann auch eine zweifach negative Ladung bekommt, das Atom, wenn eben 2 Elektronen aufgenommen werden. Kommen wir zum 7. und letzten Schritt unserer Reaktionseinrichtung hier. Und da geht es darum,
klarzustellen, wie die Anzahl der Teilchen ausgeglichen werden muss. Wenn wir das hier, ich habe jetzt nochmal die Modellteile uns ansehen, haben wir hier den Sauerstoff. Am Modell kann man ja auch sehen, 6 Außenelektronen und es fehlen eben 2, damit alle 8 Außenelektronen eben vorliegen. Das heißt, die Wertigkeit ist 2, die Hauptgruppe ist die 6. Und wir sehen eben auch hier, wir haben bisher hier stehen, dass hier 2 Sauerstoffatome eben stehen vor dem Reaktionsfall und am Ende im Produkt finden wir 3 Sauerstoffatome. So kann es also noch nicht stimmen, weil in der Natur muss ja immer alles ausgeglichen sein. Wir leben ja in der Lego-Welt und wenn jetzt hier auf einmal ein Stein mehr da ist oder ein Sauerstoffmodell mehr da ist als hier, dann kann das nicht stimmen. Da müssen wir jetzt dementsprechend was ergänzen. Und zwar gehen wir folgendermaßen vor. Wir fangen an mit dem Teilchen, das die größte Indexzahl hat. Wir haben ja 2 Indexzahlen, einmal 2, einmal 3. Von daher, Sauerstoff ist mit 3 das Teilchen mit der größeren Indexzahl. Dann machen wir das, was wir ja gerade schon im Prinzip gemacht haben. Wir gucken uns an, wie viele Teilchen liegen vor und nach dem Reaktionsfall vor. Also hier haben wir 3, da 2. Und dann, Achtung, ich hatte eben versprochen, es gibt keine Mathematik mehr, aber wir müssen nochmal das kleinste gemeinsame Vielfache bilden. Ist natürlich hier das gleiche, was es eben schon war, nämlich die Zahl 6, die wir hier bilden müssen. Und das führt uns zu dem Schluss, dass eben so viele Teilchen, wie das kleinste gemeinsame Vielfache aussagt, vor und hinter dem Pfeil liegen müssen. Das heißt, es müssen also 6 Sauerstoffatome vor und hinter dem Pfeil vorliegen. Kriegen wir hin, indem wir hier das O2 mit der Zahl 3 versehen. Wenn man dreimal ein Zweierpaket Sauerstoff einkauft, hat man 6 Sauerstoffe eingekauft. So ist das eben hier auch. Wenn wir 6 Sauerstoffatome brauchen, brauchen wir eben 3 mal dieses O2-Molekül, um auf die Zahl 6 zu kommen. Das gleiche gucken wir uns hier hinten an. Hier haben wir ja in diesem Molekül schon ein Dreierpaket Sauerstoff. Und wenn ich in den Laden gehe, 6 Sauerstoffatome brauche, aber die gibt es nur im Dreierpack, dann komme ich natürlich eine Zahl von 2 dieses Dreierpacks und so ergibt sich eben hier die Zahl 2, die wir davor setzen müssen, um insgesamt eben auf 6 Sauerstoffatome vor und hinter dem Reaktionsfall zu kommen. Und so ergibt sich eben, dass wir 3 O2s brauchen, um auf 6 Sauerstoffatome zu kommen und 2 B2O3s, um eben hier auf 6 Sauerstoffatome ebenfalls zu kommen. Jetzt könnten wir sagen, wir sind fertig, aber Achtung, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir haben es ja bisher nur hier für den Sauerstoff gemacht und wir müssen das Ganze ja auch noch für die Boratome machen. Wir müssen uns auch wieder angucken, wie viele haben wir vor und hinter dem Reaktionsfall stehen. Wir haben eben hier bisher nur ein Boratom und hier haben wir 2 Boratome pro Molekül. Wir haben davon 2 Moleküle, also haben wir insgesamt 4 Boratome. Deswegen müssen wir das hier ergänzen, dass wir hier eben die Zahl 4 vor das Bor schreiben. Und damit sind wir jetzt tatsächlich fertig. Und wenn ihr das jetzt alles nachvollziehen konntet, dann habt ihr verstanden, wie man eine Reaktion einrichtet und wie man das entsprechende Reaktionsschema erstellt. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann guckt euch das Video nochmal an. Das war also jetzt der lange Weg, wie man eine Reaktion einrichtet. Wir hätten mit diesem Lego-Modell auch auf die Lösung kommen können, zumindest auf die Bauweise des Produkts, allein durch Probieren. Wir können uns ja hier nochmal klar machen, was das hier heißt. Das hier ist eben das Modell für das Boratom, das für das Sauerstoffatom. 6 Außenelektronen, 3 Außenelektronen und eben hier
fehlen 2 Elektronen für die volle Schale und hier fehlen 5. Und von daher geben Bohratome eher die Elektronen ab, als dass sie Elektronen aufnehmen. Das heißt, alle Elektronen geben die ab, die auf der Außenschale liegen. Und jetzt können wir uns angucken, wie man jetzt das hier zusammenstecken muss, um am Ende ein Molekül zu haben, wo eben die Elektronenschalen gefüllt sind, wo eben wir nichts Weißes mehr sehen, was eben für eine Elektronenlücke steht. Da könnte man jetzt hier irgendwie rumprobieren, was sich hier irgendwie ergibt. Dann haben wir hier noch zu viele. Da müssen wir da noch mal was weg. Wir könnten dann irgendwas bauen. Und würden dann ja, sehen, so, bei diesem Modell haben wir jetzt das erreicht, dass wir keine weißen Stellen mehr sehen. Das heißt, alle Außenschalen sind voll mit Elektronen, entweder durch Abgabe, wie eben beim Bohr, oder durch Aufnahme beim Sauerstoff. Und wenn ihr euch das hier anguckt und zählt, dann haben wir hier 2 Bohratome und hier 3 Sauerstoffatome. Wir kommen also auch hier auf diesem Weg zur Summenformel B2O3. Wenn man aber nicht immer mit Lego probieren will, macht es Sinn, das Schema, das ihr gerade kennengelernt habt, für die Reaktionsschemata-Erstellung zu benutzen. Und damit seid ihr sicher unterwegs und könnt alle Reaktionsgleichungen dieser Welt aufstellen.